Der Shetland Sheepdog, auch Sheltie genannt, ist ein kleiner, eleganter Hütehund mit langem Fell, klug, sportlich, wachsam und treu. Als Züchter der Shelties vom Ponyhügel stelle ich Ihnen diese tolle Rasse vor, die mit verschiedenen Farben, aber auch unterschiedlichen Größen für viele Familien den idealen Begleiter stellt. Auch für Familien, die nicht nur einen Hund aufnehmen möchten, sondern gern mehrere oder sogar ein ganzes Rudel haben möchten, ist der Sheltie ein sehr idealer Hund, weil er üblicherweise sehr sozial ist, wenn er als Welpe vieles kennengelernt hat. Er gehört zur FCI Gruppe 1 der Hüte- und Treibhunde. Die Standardnummer ist 88 Shetland Sheepdog Sheltie. Die ideale Widerristhöhe bei einer Hündin beträgt 35,5 cm, beim Rüden 37 cm. Die Lebenserwartung beträgt etwa 12 bis 14 Jahre, das Gewicht etwa 6 bis 12 Kilo, je nach Größe. Zur Herkunft und Geschichte. Der Sheltie kommt ursprünglich von den Shetlandinseln, die seit dem 3. Jahrtausend vor Christi besiedelt sind. Von da an betrieben die Einwohner Ackerbau und Viehhaltung. Die Inseln gehören nach Norwegen seit 1469 zu Schottland, dem nördlichsten Land Großbritanniens. Im 9. Jahrhundert besiedelten die Wikinger die Shetlandinseln. Dabei brachten sie ihre Nutztiere mit und ihre Arbeitshunde aus Norwegen und Island. Diese mischten sich mit den Hütehunden der Insel. Um 1195 wurden die Shetlandinseln der Krone Norwegens unterstellt. 1469 kamen die Shetlandinseln als Mitgift ins schottische Königreich, von dem sie in der Folge annektiert wurden. Nun verpaarten sich die Hunde mit den frühen Border Collies. Seefahrer brachten immer wieder eigene Hunde mit auf die Insel. Dadurch kamen zu den robusten kleinen Arbeitshunde auch der Spitz und der Kavalier King Charles Spaniel. Das Klima dort ist durch den Golfstrom eher mild, aber feucht und stürmisch. Im Winter gibt es selten Schnee, im Sommer erreichen die Temperaturen kaum mehr als 15 Grad. Das Fell des Shelties ist dafür optimal angepasst. Es besitzt im Winter eine kürzere, dichte, weiche und wärmende Unterwolle. Darüber liegt das lange, seidige bis feste Dekar, welches auch im Sommer bleibt und vor Nässe und Wind schützt. Dabei genügt zur Pflege, es einmal in der Woche gründlich durchzukämmen. Kleinere Kutzel werden beim täglichen Streicheln schnell entdeckt und bei Bedarf rausgekämmt. Nur im Fellwechsel zweimal im Jahr sollte man das mehrmals die Woche wiederholen. Da löst sich einige Tage lang die Unterwolle in dicken Büscheln. Frisieren kann man den Sheltie aber selber. Es wird nur das Fell an den Ohren regelmäßig etwas gekürzt und um die Pfoten. Ein Bart ist nur nötig, wenn der Sheltie besonders schick aussehen soll, zum Beispiel vor einer Ausstellung. Als Arbeitshund wurde er auf den Shetlandinseln hauptsächlich zum Hüten der Schafe genutzt, sowie zum Verteidigen des Hofes gegenüber Fremden und zum Verscheuchen fremder Schafe vom Garten. Der Arbeitswille und der ausdauernde Hütetrieb stand lange Zeit im Vordergrund, nicht die Optik der Hunde. Auch andere Hütehunderasse, wie der Langhaar-Collie, haben den ursprünglichen, robusten Hütehund Schottlands als Grundlage. Durch Einkreuzung mit dem Barsoi sollte die Hütefähigkeit des Langhaar-Collies verbessert werden. Dabei wurden die Hunde größer und bekamen seidigeres Fell. 1840 wurde in England der erste Collie-Club gegründet. 1881 startete die Zucht des Langhaar-Collies nach Rassestandard in der FCI. Um das Aussehen der kleineren Hütehunde der Shetlandinseln eleganter zu machen, wurden auch Langhaar-Collies eingekreuzt. 1914 wurde der English Shetland Sheepdog Club gegründet. Seit 1954 ist der Shetland Sheepdog als eigenständige Rasse FCI anerkannt. Der Rassestandard. Um die Rasse des Shetland Sheepdogs einheitlich zu halten, definiert der Rassestandard genaue Anforderungen, was das äußere Erscheinungsbild, aber auch Charaktereigenschaften angeht. Genau definiert sind darin die Größe, das Fell, die Farben, die Proportionen, die Winkelungen, die Bewegungen, der Kopf, die Zähne, die Ohren,
der Hals, der Körper, die Beine, die Rute, die Pfoten und der Charakter. Ich gebe hier nur einen kleinen Teil davon wieder, der sich im genauen Wortlaut in den Zuchtordnungen der drei Rassehundevereine wiederfindet, in denen der Shetland Sheepdog aktuell in Deutschland unter den Vorgaben des VDHs einheitlich, kontrolliert und gesund gezüchtet wird. Wichtig ist dabei aber immer, die Rasseentstehung im Hinterkopf zu haben. Kaum ein Sheltie entspricht in allen Punkten dem geforderten Schönheitsideal und das macht nichts. Es gibt so viele verschiedene Sheltie-Typen, dass fast jeder seinen Liebling finden kann. Von zart bis klein, groß bis kräftig, mit viel und buschigem Fell, mit wenig oder glatten Fell. Sie finden reinrassige Shelties mit knapp 30 cm, genauso wie Shelties mit fast 50 cm. Teilweise hat man in einem Wurf große Gegensätze. Auch die Sheltie-Ohren kippen nicht immer ideal. Viele Shelties tragen Stehohren oder ein Steh- und ein Kippohr. Manche haben große Ohren, die eher tief kippen. Manche tragen sie nicht wie gewünscht hoch auf dem Kopf, sondern eher seitlich. Oft sieht man Shelties, die ihre Rute hochtragen oder solche, die keine mandelförmigen, sondern, wie in Amerika beliebt, eher runden Augen haben. Andere haben nicht flache, sondern eher runde Schädel, sind vielleicht eher klein geraten. Es gibt Blue Merle Shelties, die sehr viel Schwarz im Blau haben oder den unerwünschten Rostton im Schwarz, wie er auch beim Tricolor oder schwarz-weißen Sheltie gerade im Sommer vorkommt. Anderen fehlen die bevorzugten weißen Abzeichen oder sie haben einen zu großen Weißanteil. Da kann man sich daran erinnern, dass der Sheltie über viele Jahrzehnte eben ein Arbeitshund war, dessen äußere Erscheinung zweitrangig war. Mal kommen Gene der Collie-Ahnen durch, mal die des Spitzes, mal der Spaniel. Wie bei jeder Rasse haben verschiedene Typen mitgewirkt. Ein Sheltie ist nicht nur ein kleiner Langhaar-Collie. Diese Vielseitigkeit macht ihn gerade in Familien beliebt, wo jeder eine andere Vorstellung von seinem Idealhund hat. Damit die Rasse als solche erhalten bleibt, sollte aber nur mit Shelties gezüchtet werden, die noch als solche zu erkennen sind und die dem Rassestandard möglichst nahe kommen. Das Erscheinungsbild: kleiner, langhaariger Arbeitshund von großer Schönheit, frei von Plumpheit und Grobheit. Geschmeidiges und graziöses Gangwerk. Umrisslinie symmetrisch, sodass kein Teil unproportioniert erscheint. Das reichliche Haarkleid, die üppige Mähne und Halskrause und ein schön geformter Kopf mit einem lieblichen Ausdruck verbinden sich zum idealen Erscheinungsbild. Das Verhalten: wachsam, sanft, intelligent, kräftig und lebhaft. Liebevoll und verständig gegenüber seinem Herrn, reserviert gegenüber Fremden, niemals nervös. Der Kopf soll elegant sein, ohne Übertreibungen. Von oben und der Seite gesehen ein stumpfer Keil, der sich von den Ohren bis zur Nase hin verjüngt. Schädel und Fang sollen etwa gleich lang sein. Teilungspunkt ist der innere Augenwinkel. Die Ohren werden in Ruhe nach hinten gelegt. Bei Aufmerksamkeit halb nach vorn kippend, möglichst hoch auf dem Kopf getragen. Erwartet wird ein möglichst vollzahniges Scherengebiss mit 42 Zähnen ohne Fehlstellungen. Die Idealgröße von 35,5 cm bei der Hündin und 37 cm beim Rüden sollte nicht um mehr als 2,5 cm unter- oder überschritten werden. Die Rute sollte tief angesetzt sein, lang und gut behaart, niemals geknickt. In der Bewegung darf sie etwas erhöht getragen werden, aber nicht über Rückenhöhe hinaus. In allem soll der Sheltie einen wohlproportionierten Körperbau zeigen, ohne Übertreibungen, der problemlos und anmutig stundenlang laufen kann. Dabei soll er schnell reagieren und zuverlässig sein. Die Farben: Zobelfarben, reine goldbraune Farbe, einfarbig oder schattiert, von hellem Goldton bis zum tiefen Mahagoni, durch einen unterschiedlichen Anteil schwarzer oder dunkler gefärbter Haare.
In Deutschland wird noch in die Farbe Zobelweiß, heller, und Dunkelzobelweiß, dunkler, unterteilt. Wolfsfarbe und Grau sind unerwünscht. Dreifarbig, Tricolor. Tiefschwarz am Körper, dazu bevorzugt satt gefärbte, Lohfarben, also hell-rotbraune, Abzeichen, die auch mit der Farbe Tan bezeichnet werden. Blumeal, klares silbriges Blau mit schwarzer Sprenkelung und Marmorierung. Satte, lohfarbene Abzeichen werden bevorzugt, ihr Fehlen aber nicht bestraft. Ohne diese Abzeichen wird die Farbe auch als Blumeal ohne Tan oder Biblue bezeichnet. Unerwünscht sind große schwarze Flächen sowie schiefer- oder rostfarbener Anflug im Fell. Der Gesamteindruck muss vom Blau geprägt sein. Schwarz-Weiß, ein schwarzes Fell mit weißen Abzeichen. Schwarz mit Loh, eine anerkannte, aber kaum mehr zu findende Farbe. Zusatzinfos: Es gibt auch andere Farben beim Sheltie, die aber im VDH nicht zur Zucht zugelassen werden, um mögliche schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Dazu gehört die Farbe Zobelmerl, bei denen ein zobelfarbener Sheltie mit einem merlfarbenen verpaart wurde. Das birgt noch keine gesundheitlichen Probleme, die können aber schnell entstehen, wenn zwei solche Shelties wie auch zwei Blumeal-Shelties später wieder verpaart werden. Da man beim erwachsenen Hund dieser Farbe den Merl-Faktor manchmal kaum erkennen kann, könnte es somit zu den gefährlichen Double-Merl-Verpaarungen kommen, aus denen Welpen mit Defekten entstehen können. Aus dem gleichen Grund muss ein merlfarbener Sheltie im VDH immer mit einem Tricolor oder schwarz-weißen Sheltie verpaart werden. Durch einen Gentest des Merl-Faktors kann man inzwischen sogar bei einem scheinbaren Tricolor oder schwarz-weißen Sheltie genau kontrollieren, ob er sich nicht doch um einen versteckten Merl-Sheltie handelt. Genauso kann man seinen Blue Merl testen lassen, ob er wirklich aus einer erlaubten Verpaarung entstanden ist oder ob mit Qualzucht relevanten gesundheitlichen Problemen zu rechnen ist. Die Farbe Color-Headed White ist ebenfalls nicht im VDH erlaubt. Dabei handelt es sich um gesunde Hunde, die meist durch die Verpaarung zweier stark weißfaktorierten Eltern entstanden sind. Der Körper trägt sehr viel Weiß, der Kopf hat eine übliche Sheltie-Farbe. Das kann auch im VDH vorkommen. Diese Hunde selbst bekommen allerdings keine Zuchtzulassung. Nun komme ich wieder zum Rassestandard. Weiße Abzeichen. Außer bei der Farbe Schwarz mit Loh können sie als Blässe am Halskragen, der Brust, der Halskrause, den Beinen und der Rutenspitze vorhanden sein. Das Vorhandensein all dieser oder einiger weißer Abzeichen soll bevorzugt, das Fehlen aber nicht bestraft werden. Weiße Flecken auf dem Körper sind höchst unerwünscht. Fehler. Jede Abweichung von den genannten Punkten muss als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung im genauen Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist. Disqualifizierende Fehler: aggressive oder übermäßig ängstliche Hunde. Hunde mit deutlich physischen Abnormitäten oder Verhaltensstörungen. Rüden, bei denen sich nicht zwei normal entwickelte Hoden im Hodensack befinden. Zur Zucht sollen ausschließlich funktional und klinisch gesunde, rassetypische Hunde verwendet werden. Es werden verschiedene Anforderungen an die Gesundheit bereits vor Zuchteinsatz vorgeschrieben, die immer wieder angepasst werden. Die Collie Eyes Anomalie, CEA, bezeichnet ein angeborenes, nicht fortschreitendes Syndrom, was vom Schweregrad ohne klinische Relevanz bis zur Blindheit ausgeprägt sein kann. Vor dem Zuchteinsatz werden alle Shelties in unserem Club, dem ersten Shetland Sheepdog Club Deutschland, daraufhin genetisch untersucht. Ebenso verpflichtend ist eine ophthalmologische Untersuchung, bei der vom Fachveterinär die Augen auf viele Krankheiten untersucht werden. Nur Shelties, die Katarakt und PRA frei sind, dürfen in die Zucht gehen.
Diese Augenkrankheiten führen zu Augentrübungen oder Blindheit. Um den MDR1-Gendefekt auszuschließen, ist ein Gentest ebenfalls Pflicht. Der Defekt führt zu einer durchlässigen Blut-Hirn-Schranke. Es können dadurch aber auch über den Darm, die Nieren und die Leber Giftstoffe ins Blut gelangen. Insgesamt kann der MDR1-Gendefekt dazu führen, dass Hunde verschiedene gängige Medikamente nicht vertragen und im schlimmsten Fall daran versterben. Die Hüftdysplasie, HD, verursacht schmerzhafte Veränderungen an der Hüfte, ist aber neben der erblichen Komponente auch von den Fütterungs- und Haltungsbedingungen abhängig. Die klinischen Symptome variieren je nach Alter und Krankheitsstadium. Um schwere Verläufe einzudämmen, werden Shelties im VDH vor dem Zuchteinsatz zur Kontrolle auf HD geröntgt. Nur ein zugelassener Gutachter darf die Bilder auswerten, nachdem sich dann mögliche Zuchtkonstellationen bis zum Zuchtausschluss ergeben. Weitere mögliche Krankheiten können durch genetische Tests ebenfalls ausgeschlossen werden. Da sie allerdings nicht so häufig vorkommen, sind sie nicht verpflichtend. Wir testen unsere Shelties zum Beispiel oft noch auf folgende Krankheiten bzw. mögliche Defekte. Die Dermatomyositis, DMS, eine Autoimmunkrankheit, die große Probleme der Haut und der Muskulatur mit sich bringt. Ebenso die degenerative Myelopathie, DM, die das Rückenmark schädigt. Genetisch erkennbar ist auch die von Willebrand Typ 3 Erkrankung, die eine Blutgerinnungsstörung verursacht. Auch die Hyperuricosurie, HU, die zu Harnstein führen kann. Das Malignant Hyperthermia, MH, kann zur Lebensgefahr bei Narkosen führen. Neben der vorgeschriebenen Auswertung der Hüften lassen wir oft auch die Ellenbogen, die Schultern und die Patella untersuchen. Der Shetland Sheepdog ist eine ausgesprochen gesunde Rasse. Jeder neue mögliche Test und jede weitere vorgeschriebene Untersuchung sichert und verbessert die Gesundheit der Nachkommen bei kontrollierter, verantwortungsvoller Zucht. Charakter. Zum Hüten werden immer noch einige Shelties eingesetzt. Die meisten sind aber heutzutage Familienhunde, die sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreuen. Natürlich braucht dieser aktive, arbeitswillige Hund Aufgaben, die er für seinen Menschen erfüllen möchte. Der Will to Please, der Arbeitswille, ist groß. Er muss seinen Bewegungsdrang ausleben können und möchte sich gebraucht und geliebt fühlen. Ein gewisses Misstrauen Fremden gegenüber ist oft angeboren, kann aber durch viele positive Erfahrungen in der Prägephase trotzdem zu einem auch Fremden gegenüber aufgeschlossenen Verhalten führen. Mit seinem leichtführigen, sensiblen Charakter gibt es verschiedenste Möglichkeiten, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, je nach eigenen Vorlieben. Er ist ein kluger Hund, der viel Freude macht, wenn man ihn artgerecht hält und konsequent erzieht. Bei aller leicht abrufbarer Energie fährt er aber auch schnell wieder herunter, was ihn zu einem sehr angenehmen Begleiter im Alltag macht. Was er nicht mag, ist unterfordert zu sein, keine Aufmerksamkeit oder Bewegung zu bekommen. Die Folgen können übermäßiges Bellen und Ungehorsam sein, sehr territoriales, aber auch ängstliches Verhalten. Beschäftigung. Ein Sheltie will für seinen Menschen Aufgaben erfüllen. Dabei gibt es sehr viele Möglichkeiten. Im Therapiehundebereich werden gerne Shelties eingesetzt, da sie mit ihrer sensiblen Art schnell einen Draht zum Patienten aufbauen. Dabei sind sie mit ihrer kleineren Größe auch für die Arbeit mit Kindern nicht abschreckend und auch von ihnen zu handeln. Als Assistenzhunde können sie unterstützend helfen, ob jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, unter Angstzuständen leidet, Depressionen hat, unter Autismus-Spektrum-Störung leidet oder auch, wenn es darum geht, drohende Unterzuckerung zu erkennen und zu melden. Manche Shelties werden als Rettungshunde darin ausgebildet, vermisste oder verschüttete Menschen aufzufinden und anzuzeigen. Der sportliche Bereich ist auch ein Bereich, in dem sie sich sehr gerne einbringen. Mit einem Sheltie kann man zum Beispiel Agility betreiben, wo der Hund auf Zeit durch einen Hindernisparcours geschickt wird. Ob es nun der Slalomlauf ist,
Tunnel, Rampen, Wippen oder Sprünge. Sie sorgen für Spaß und Abwechslung. Ähnlich ist die Sportart Hoopers, wo die Hunde auch durch Rundbögen laufen müssen. Allerdings läuft der Mensch weniger mit, sondern schickt den Hund mit der Stimme durch den Parcours. Man kann Shelties auch beim Joggen mitnehmen, beim Wandern, Walken, Reiten oder Radfahren. Wobei man natürlich immer auch die Kondition des Hundes langsam aufbauen muss und das Wetter im Auge behalten sollte. Viele Shelties lernen leicht Tricks, andere steigern das noch und machen mit ihnen Dogdancing. Beim Heel Work to Music, HTM, steht die Fußarbeit im Vordergrund, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Beim Freestyle steht ein musikalisches Thema im Vordergrund. Den Hütetrieb befriedigen viele Shelties mit dem Apportieren, seien es Bälle, Futterbeutel oder Hundefrisbees. Beim Rallye Obedience gibt es verschiedenste Stationen mit Schildern, auf denen steht, was der Hund für eine Gehorsamsübung ausführen soll. Dabei wird er an der lockeren Leine oder frei geführt. Im Gegensatz zum Obedience darf der Hund im Parcours auch gelobt werden. Auch bei der reinen Obedience wird der Gehorsam des Hundes gefordert, auch in Gesellschaft anderer Hunde. Die Bindung zum Mensch muss auch hier eng sein, damit er sicher seine Aufgaben erfüllen kann. Es gibt Shelties, die gerne schwimmen. Andere bevorzugen auf dem Wasser ein Board oder ein Boot. Mit Suchspielen kann man den Sheltie auch sehr gut beschäftigen, wobei man unterschiedliche Aufgaben lösen lassen kann. Nur etwas finden oder es auch bringen. Dabei sollte beachtet werden, dass Shelties eher auf Sicht jagen, nicht so sehr mit der Nase. Andere haben großen Spaß am Bewältigen von Intelligenzspielen. Es gibt auch Shelties, die am Turnierhundesport Freude haben. Ein Mix aus Hindernislauf, Geländelauf, Vierkampf und einer Art Staffellauf. Einige machen Zughundeübungen vor dem Fahrrad, andere ziehen ihren Menschen auf Inlinern. Nicht zuletzt will ich die Begleitung seiner Menschen nennen, ob ihnen der Sheltie bei der Hausarbeit hilft, bei der Gartenarbeit, beim Reparieren, Basteln, der Büroarbeit, bei Ausflügen mit dabei ist, der Katze spielt, das Kind hütet oder das Haus vor Feinden verteidigt. Er sucht und findet seine Aufgabe. Bringen Sie sie in geordnete Bahnen. Und nach getaner Arbeit gibt es für den Sheltie nichts Schöneres, als sich bei Ihnen seine Streicheleinheiten zu holen, gefolgt von einem zufriedenen Schläfchen, um bald wieder für seine nächste Aufgabe bereitzustehen. Besuchen Sie für mehr Infos gern unsere Seiten hier unter Christine Spranger und unsere Homepage bei den Shelties vom Ponyhügel. Auch freuen wir uns über jeden Daumen hoch. Mit einem Abo verpassen Sie keine weitere Folge.